Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Wir sind hier auf der Baustelle zu meinem Generator bei Frostpunk. Wir spielen den letzten Herbst. Das heißt, die Lande sind noch nicht völlig vereist. Es ist dann noch grün, wo wir sind. Der Generator ist noch nicht gebaut, sondern wir sind gerade dabei und wir haben hier Giftgasalarm. Beziehungsweise haben wir jetzt einen verdächtigen Brief aus der Heimat. Sir, einer unserer Ingenieure sendet fast täglich lange Briefe an seine Tante Bertha. Es scheint sich dabei um reine Familienangelegenheiten und Religion zu handeln. Doch der Name der Tante war irgendwie seltsam. Wir haben den Text genau unter die Lupe genommen und konnten durch das Umordnen gewisser Buchstaben Begriffe wie Rotorachse oder Eisenkupplung bilden. Darüber hinaus fanden wir Grippen, Aashorn und Gakaroma dabei. Könnte es sich jedoch um Codewörter handeln? Was sollen wir tun? Sei doch nicht so paranoid oder fang alle seine Briefe ab. Wir fangen die mal vorsichtshalber ab. Die Tante Bertha. Bin ich mal gespannt, als was die sich herausstellt. Wir könnten nochmal 14 Arbeiter anfordern, aber auch... Neun. Nur. Obwohl, ich brauche eigentlich nicht noch eine weitere Forschungseinrichtung. Im Moment zumindest nicht. 14 Arbeiter. Wir haben noch 19 Schlafplätze frei. Das heißt, wir müssen gerade gar nichts tun. Aber wir müssen uns mal die Baustelle angucken. Da ist jetzt nämlich gerade minus 2 Giftgas. Hohes Risiko, krank zu werden und Unfallrisiko. Hier baue ich jetzt so einen Schutzbauprofilgedöns. Und das senkt es hier wieder auf mittleres Risiko. Und hier ist es auch giftig und gefährlich. Da führe ich jetzt die Checkliste ein. Und sage ihnen, sie sollen nochmal 6 Profile herstellen. Wir sind im Zeitplan einen Tag voraus. Okay. Kriege ich das hier detaillierter? Nee. 61% der Schachkonstruktionen sind fertig. Okay. Was erforsche ich gerade? Gar nichts. Warum nicht? Die Maschinenwerkstatt erlaubt es uns, Dampftauscher zu produzieren. Die brauche ich als nächstes. Das heißt, ich starte mal, die zu erforschen. Uns fehlen 3 Nahrungen. Verdammte Hacke, wieso denn das? Hier kommen nochmal 80. Und der müsste doch eigentlich 5 pro Stunde produzieren. Ach ne, wir haben genug. Es ist nur nicht, die haben nur nicht gegessen. Wir haben 190, 191 Mahlzeiten. So. Die Giftgaskonzentration wird morgen sinken. Das heißt, dann ist hier dieses Schutzdingsbums abgelaufen. Dann kann die auch ruhig sinken. So, da sind noch ein paar Bäume, die ich in diesem Sägewerk fälle. An dem Sägewerk sind es auch nur noch ein paar. Und ich kann ein neues Gesetz erlassen. Was sagt denn die Arbeit? Die Ausrüstungswartung nach Feierabend. Die Unzufriedenheit steigt dauerhaft. Aber die Unfallgefahr wird gesenkt. Ich glaube, das brauchen wir. Gefährliche Arbeitsbedingungen, Schichtkoordination und die Ausrüstungswartung nach Feierabend sind negativ. Duell, wünschenswerte Entscheidung und Wirtshaus sind positiv. Na, was wollen wir denn mehr? So, wir haben 14 Leute, die unterwegs sind, haben 19 Zelt. Okay, da muss ich nichts bauen. Was ist jetzt wieder? Vorboten der Verdammnis. Das ganze Lager wird von wütendem Gekreische aufgeweckt. Dutzende riesige Vögel kreisern über der Baustelle. Die Eulen sind zurück, stöhnt ein Arbeiter verängstigt. Das ist ein Zeichen, eine Warnung des Himmels. Wir sollten nicht hier sein, wir sind verdammt. Nach einer Weile verschwinden die Vögel wieder über die Bucht, doch unsere Leute zittern vor Angst. Die Motivation sinkt mit jedem Morgen noch weiter. Na super. Verfluchte Eulen.
Das Ganze wirkt von Tag zu Tag lächerlich. Hey, wieso denn? Wir sind gut in der Zeit. Wir stellen hier so ein schönes kleines Generatörchen fertig. Wir haben genug zu essen. Hoffentlich. Ja, haben wir. Da ist Nahrung angekommen. Wir können die Leute wieder an die Arbeit schicken. 5 Kranke nur. Oh oh. Super. Arbeitssicherheit. Arbeiter sind eingeschlossen. Super. So, eine Explosion im Fundament des Generators hat einen Tunnel zum Einstürzen gebracht. Dabei wurden mehrere Arbeiter eingeschlossen. Leider können wir kein Rettungsteam hineinschicken, da uns keins zur Verfügung steht. Aufgrund der niedrigen Sicherheitsstufe im Schacht fehlt den Mannschaften, die dort arbeiten, die nötige Ausbildung für einen Notfall dieses Ausmaßes. Sprengt den eingeschützten Tunnel frei oder arbeitet weiter? 40% des Baufortschritts gehen verloren. Aber die Arbeiter überleben. Ich kann mir das nicht leisten. 40% Baufortschritt kann ich mir nicht. Das hole ich nicht mehr auf. Boah, ist die Unzufriedenheit gestiegen und die Motivation gesunken. Boah. Der erste Tote, einer unserer Einwohner, ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt weiter Leben fordern. Wir müssen uns um die Leichen kümmern. Okay, ich habe noch 11 Stunden. Dann muss ich ein Gesetz für die Toten erlassen. So. Baustellenstreik. Sir, die Leute auf der Baustelle haben die Arbeit eingestellt. Ein Arbeiter klettert auf einen umgeworfenen Schubkarren und spricht lautstark zu seinen Kollegen. Unsere Freunde wurden lebendig begraben und mussten stundenlang Höllenqualen erleiden. Sie haben vergeblich auf Hilfe gewartet, weil der Boss wollte, dass wir einfach weiterarbeiten. Wer von uns wird beim nächsten Mal dran glauben, wenn wir wieder eine Frist einhalten müssen? Wir müssen etwas unternehmen. Okay, 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 stopp, langsam, langsam, langsam. Die sind in Streik getreten. Ich habe die Maschinenwerkstatt erforscht. Was mache ich denn jetzt mit denen, wenn die hier streiken? Verhandeln. Ich kann ihnen komfortablere Quartiere versprechen. Du hast 3 Tage Zeit, das komfortable Quartiergesetz zu beschließen. Sie können sich den Rest des Tages freinehmen. Ich versuche sie mit zusätzlichen Essensrationen zu beruhigen. Hilft das? Der Streik ist beendet, aber die Unzufriedenheit sinkt. So, auf wen sollen wir uns verlassen? Der erste Streik ist zu Ende. Es wird aber nicht der letzte gewesen sein. Wir müssen die Arbeitsprobleme angehen, wenn der Generator rechtzeitig fertig werden soll. Die Arbeiter wollen ein Mitspracherecht haben und in Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Und die Ingenieure versprechen dir hingegen Ergebnisse, wenn du dich auf ihre erwiesene Expertise verlässt. Wirst du die Arbeiter stärken und deine Gewerkschaft gründen oder setzt du auf die Ingenieure, indem du Fabrikaufsichtsbehörden baust? Wir machen eine Gewerkschaft. Ein Arbeiterrat. Die Motivation der Arbeiter steigt täglich. Rastplätze senken das Streiksrisiko an den. Ach, Ratsplätze senken das Streikrisiko. Die Unzufriedenheit sinkt. Oder hier in Kollektivverhandlungen. Die Fähigkeit Kollektivverhandlungen. Es wird global mit allen Streikenden verhandelt. Ach, wir brauchen ein Gewerkschaftsgebäude. Okay. Aber ich habe eh noch keine Möglichkeit, was Neues zu bauen. Und wir sind. Fristtag 16. Etwa einen Tag vor Fälligkeit. Oh, mir fehlt Stahl, um eine
60 Stahl, ich habe nur 25. Das heißt, ich ziehe Leute. Ich arbeite hier auf Hochtouren an Stahl. Das heißt, ich baue hier dann doch eine Rohstoffe, eine Sammelstelle. Und sobald die gebaut ist, Transport mit 14 Arbeitern ist angekommen, sehr schön. Dann erforsche ich hier schon mal die Lüftungsanlagen. Weiß Gott, wofür wir die brauchen werden. Wir sind auf Giftgas wird morgen sinken, die Konzentration. Minus 2 Giftgas, das wird sich morgen also verbessern. Und solange hält hoffentlich diese Schutzkonstruktion noch. So, den packe ich. Der jetzt sagt bloß, ich habe hier eine Sammelstelle gebaut. Keine sammelbaren Rohstoffe in Reichweite. Das ist doch dämlich. Das war doch eben angezeigt, dass es klappt. Ach je. So, dann bauen wir eine Sammelstelle. Wenn ich die hier hinbaue, ist doch da Stahl 290. Ich baue sie mal ein bisschen weiter nach außen. Ne? Oh, jetzt ist hier wieder giftig, aber das ist ja. Wieso ist es jetzt giftig? Minus 2 Giftgas, plus 1 Sicherheitsvorkehrung, kurze Schicht, plus 1. So, und dann ziehe ich die Stahlleute hier ab und packe die hier rein. Und packe hier nur 5 rein. Nein. Hier voll auffüllen. So, und ich habe gerade zu viel Holz. Morgen steigt die Giftgaskonzentration. Was ist jetzt passiert? Meilenstein erreicht. Nächster Meilenstein, baue das Fundament. Bevor du die Fundamente legst, die den Großteil des Generators tragen, musst du deine Arbeiter tiefer unter die Erde schicken, damit sie leistungsstarke Turmpumpen installieren können. Lüftungsanlagen sind erforscht. Da fehlt mir aber der Stahl für. Da brauche ich 50 und einen Dampfkern. Das versorgt die gesamte Baustelle mit Frischluft. Dadurch wird die Sicherheit an allen Arbeitsplätzen erhöht. Verbraucht aber 25 Kohle pro Stunde. Gut, okay. Dann. Was macht die Gießerei? Hitzebeständiges Stahlgemisch. Die brauche ich, glaube ich. Im nächsten Schritt. So, ich brauche 10 von den Bauprofilen für die Druckventile und dann 10 von den Turmpumpen, die ich mit 10 Dampftauschern mache. Also ich brauche erst nochmal 10. Das heißt, ich brauche hier 3 und kann jetzt so ziemlich alles wieder auf
auffüllen, weil ich die 50 Arbeiter, die vorhin in der Mitte gearbeitet haben, jetzt wieder zur freien Verfügung habe. Passiert, verlassener Ort. Glückwunsch, du hast deinen ersten Meilenstein fristgerecht erreicht. In der Zwischenzeit wurde das Projekt aufgrund von Mittelkürzung und eines katastrophalen Unfalls bei Standort 107 abgebrochen. Okay. Die verbleibenden Arbeiter sollen evakuiert werden. Falls du einige Männer entbehren kannst, solltest du Wildbeuter zu diesen Koordinaten schicken, um so viel Material wie möglich zu bergen. Wir haben nicht annähernd genug Generatoren, um alle Leute zu evakuieren. Sollte das Undenkbare eintreten. Deine Aufgabe ist es wichtiger denn je. Wir verdoppeln die Anstrengungen. Natürlich, Sir! So, schick uns mal noch einen Dampfkern. Den brauchen wir. Und füll dann mit Mitarbeitern auf. 10. Wie viele freie Betten habe ich? 10. Perfekt. Was will ich denn mehr? Okay, also. Wenn ich jetzt 7 von den Profilen herstelle, dann habe ich 16. Dann kann ich nochmal so eine Schutzkonstruktion bauen. Und habe aber auch 10 für, wie heißen die Dinger? Für die Druckventile. Die ich jetzt im Prinzip anfangen kann. Da kann ich mir nur 30 Leute drauf ansetzen. 5. 5. Fangen wir mal mit denen an. Beziehungsweise, wie giftig ist es denn da gerade? Da ist es gerade sehr giftig. 8 bis 16 Uhr, verkürzte Schicht. Dann können wir hier loslegen. Dann können wir mal schauen. Dafür haben wir nicht genug Stahl. Auch wenn der jetzt gerade wie doof gelagert werden müsste. Und ich frage mich gerade, ob wir vom Hafen her hier umsteigen auf irgendeinen anderen Rohstoff. Dass wir sagen, hier fahren wir jetzt Kohle ein. Und hier können wir eine Lüftungsanlage bauen. Und brauchen 25 Stahl für die Gewerkschaft. Die sollte ich bald bauen. Speisehaus, Sammelstelle, Werkstatt. Ich glaube, ich werde hier mal diese Ladestation bauen und gucken, ob ich damit irgendwie was reißen kann. Hier könnte ich ein Dampfsägewerk bauen. Da könnte ich aus Holz auch Holzkohle herstellen. Ich habe keine 10 Stahl, um das zu machen, verdammt. Aber ich habe 4 Kranke. Und morgen steigt die Giftgaskonzentration. Da muss ich dann hier diesen Gedöns wieder einstellen. Beziehungsweise ich hetze hier mal 10 Leute auf die Kohleproduktion.
Dann kann ich nämlich den hier einschalten. Und da wir eh kurze Schicht haben, nee, machen wir hier nur 8 bis 16. Dann machen wir hier auch kurze Schichten und schalten den dafür aus. Dann warten wir auf Stahl. So, jetzt ist hier Kohle angeliefert worden. Wir können den einschalten. 200 Kohle pro Tag. Hier, die sammeln auf Hochtouren. Könnte ich da theoretisch auch nochmal welche hinschicken? Beziehungsweise. Ich baue hier hinten einfach so eine Sammelstelle hin. So, und damit machen wir für heute schon wieder Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne den Newsletter, in dem drin steht, wie und wann und wo es weitergeht. Und alles andere Wichtige steht in der Videobeschreibung. Macht's gut. Schöne Grüße, der Klabbi.